Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns, eigentlich mehr von mir. Ja, wie man sieht, ich bin allein im Auto. Heute ist Samstag, ich werde heute noch die Einkäufe erledigen. Aber bevor ich einkaufen fahre, muss ich mein Geburtstagsgeschenk abholen. Der ist abholbereit, ich hätte ihn schon gestern abholen müssen, aber leider gestern war ein sehr stressiger Tag und habe ich nicht geschafft. Die Tage davor war mir nicht gut gegangen. Heute geht es hier ein bisschen besser, aber auch nicht zu 100% gut. Sie hatte hohes Fieber, als ich gemessen habe 38,9. Die Tage davor hat die Mama selber abgemessen und unter 38 Grad kommen leider nicht. Aber ich hoffe, dass die Mama schnell gesund ist und das Team wieder komplett ist. Ja. Hallöchen meine Lieben, ich habe mir gedacht, ich melde mich auch kurz in diesem Vlog, weil, ja, also nicht, dass ihr euch wundert, heute ist Montag und als der Papa den Vlog gefilmt hat, war Samstag. Er hat euch erzählt, dass es mir nicht so gut ging. Also für die Leute, die uns auf Instagram folgen, die wissen vielleicht schon Bescheid, aber für die Leute, die sich eventuell wundern, warum habe ich Fieber gehabt, sogar so eigentlich fast richtig hohes und nicht, dass da jetzt irgendwelche Corona-Gerüchte oder so aufkommen, wollte ich euch schnell mal ein bisschen aufklären, weil der Papa, der hat nur rausgehauen, dass ich Fieber hatte und hat dann nichts mehr erzählt dazu. Und ich kann mir natürlich gut vorstellen, dass das bei euch ein paar Fragen aufwirft, deswegen erzähle ich es euch schnell. Also, ich habe von Mittwoch in der Nacht auf Donnerstag richtig krasses Fieber bekommen. Ich bin um 4 Uhr in der Früh aufgewacht, also endgültig dann, weil ich habe mich die ganze Zeit herumgewälzt, mir ging so schlecht, Fieber, habe gemerkt, dass ich heiß bin halt. Und ich habe die Welt nicht verstanden. Ich habe nicht gewusst, was los ist. Ich hatte Gelenkschmerzen und ich hatte so krasse Kopfschmerzen. Und ja, ich war verwirrt. Man kennt es, wenn man so auch im Schlaf aufwacht, auch mit Fieber, dann ist man meistens selbst verwirrt und kennt sich Nüsse aus. Und dann um 4 Uhr in der Früh habe ich es irgendwie geschafft, mich doch aufzuraffen und Fieber messen zu gehen. Und habe dann gemerkt, dass ich halt echt 38,4 hatte ich das erste Mal oder 9, ich weiß gar nicht mehr, sowas halt herum. Und dann war ich so, okay, ja, dann habe ich mal was gegen Fieber genommen, habe versucht, mich nochmal hinzulegen. Hat so ein bisschen mäßig geklappt. Ich habe auch übrigens krassesten Schüttelfrost gehabt. Mir war ständig heiß-kalt im Wechsel. Ja, und als dann so der Papa dann aufgewacht ist, so um 7 Uhr in der Früh, dann habe ich ihm mit ihm gesprochen und habe ihm gesagt, ich weiß nicht, mir geht es irgendwie so komisch, ich habe hohes Fieber, ich weiß einfach nicht warum. Bin dann in die Dusche gesprungen und habe gemerkt, dass meine Brust ein bisschen wehtut. Und tatsächlich habe ich ja eine Entzündung entwickelt, also ein Milchstau hat sich gebildet und es hat sich dann entzündet. Deswegen hatte ich dann auch Fieber und ging mir dann halt auch noch nicht so gut. Dann ging es mir den ganzen Donnerstag richtig, richtig schlecht. Der Freitag war auch richtig mies. Ich habe dann am Freitag Besuch bekommen von unserer Hausärztin, die ist zu uns nach Hause gekommen und die hat mir Antibiotikum verschrieben, weil ich habe am Donnerstag noch diese Hausmittelchen probiert, wie Topfenwickel, Krautwickel, kühlen, wärmen, dies, das. Baby so trinken lassen, dies ausprobieren, aber das hat einfach nichts geholfen. Fieber, ich hatte ständig hohes Fieber. Das ging nicht runter. Ich kam nie unter 38,2. Und der Körper ist ständig heiß und da ist so ein Unwohlgefühl, Gelenkschmerzen, die Kopfschmerzen waren Horror. Ich habe natürlich zwar was gegen das Fieber genommen, etwas, was auch komplett okay ist beim Stillen. Ja, Baby. Ja, aber das ging nicht weg und dann als ich die Hausärztin angerufen habe, kam die vorbei und hat mir ein, wie heißt's, Antibiotikum vorbeigebracht, weil sie gesagt hat, nee, das, was sie da haben, das muss man jetzt schon richtig behandeln, also das ist jetzt nicht mit Hausmittelchen wegzubekommen. Und nach dem Antibiotikum ging es mir tatsächlich sofort eigentlich besser. Also am nächsten Tag, am Samstag, hatte ich dann das erste Mal kein Fieber mehr. Also ich hatte 37,8, also ich war mal unter 38, das war das erste Positive. Ich habe leider noch immer meinen Milchstau, aber da bin ich dran, also ich probiere, ich brauche Geduld dafür. Ich dachte auch, das geht so weg, geht aber leider nicht. Ja, ich wollte euch aber auf jeden Fall nochmal kurz aufklären, was ich habe. Nicht, dass ihr euch wundert und Fragen habt und euch überhaupt nicht auskennt. Aber
Deswegen würde ich trotzdem sagen, wünsche ich euch weiterhin viel Spaß mit dem Video und ja, bis dann, meine Lieben. Mein Geburtstagsgeschenk ist abgeholt, ist gleich neben mir. Und ich werde versuchen, jetzt mal ins Auto reinzubekommen. Ich habe genug Ladefläche da, aber mal schauen, vielleicht passt es doch nicht. Ist da hinten, ich kann es nicht fassen. Und wisst ihr, was ganz cooles ist? Ist das ist eigentlich mein erstes Fahrrad. Also ich bin 40 Jahre alt und das ist mein erstes Fahrrad. Also ich habe ein Fahrrad schon davor gehabt. Glaube ich, mit 35 habe ich den bekommen. Es war aber gebraucht. Den haben wir von Willhaben 50 Euro bekommen. Aber ein niegelnagelneues Fahrrad habe ich noch nie gehabt. Und das ist eigentlich mein erstes Fahrrad. Meine erste große Liebe. Und jetzt bringe ich sie nach Hause. Wie schon zu Hause, mein Geschenk ist da, wie man sieht. Schaut wunderschön aus, ich freue mich mega. Ich kann kaum erwarten, mal ihn auszuprobieren. Und daneben ist mein altes Fahrrad, also der war auch sehr, sehr treu. Wir haben viele Kilometer hinter uns. Jetzt ist mal die Zeit, mich von dem zu verabschieden. Ja, und jetzt muss ich jetzt noch einkaufen fahren, weil es ist schon 11 Uhr. Ich habe nur das Fahrrad nach Hause gebracht und die Einkäufe leider nicht erledigt. Deswegen ab einkaufen. Von Einkaufen nach Hause gekommen. Wir haben schon alles ausgeräumt und jetzt bin ich mit Lara da. Wir spielen Memory. Sie ist ziemlich gut, dann ich aber leider nicht. Ich merke mir so fast nichts. Ich merke aber so mir, viele bis jetzt gefunden. Ich merke mir alle immer richtig. Ich habe mir mal das abgenommen, dann dieses. Also schau mal, wie viele die Lara hat. Und wie viele ich habe. Warte kurz. Und ciao, nein, nein. Nicht wirklich viel. Komm, spiel mal. Ja. Baby Tiger und ein Rentier. Nix. Ziege. Das ist Patrick. Wow. Der immer chillt. Ganz chillt. Das Elefant habe ich schon mal irgendwo gesehen, du auch? Mhm. Das und doch. Wo war denn das jetzt? Aha! Aha! Wird schon langsam. Ich soll gewinnen und du bist jetzt dran. Ich soll gewinnen und du sollst verlieren. Esel. Lahm. Aha, Esel habe ich schon da. Schau. Esel. Esel. Das ist mein Reisepassfoto. Das ist Philipp. Nein, das bist du. Hey, komm, gib mir Pfeil. Sehr klappt es bis morgen. Also, die Lara hat von der Lehrerin von der Schule, wir haben gestern sie angemeldet, einen Heft. Und sie werden daraus ein bisschen, ja, ein paar Übungen daraus machen. Ich hab mir auch eine Schere gekriegt. Eine Schere, also. Ein Tierenschere. Ja, ganz schön, hab ich auch gesehen. Also. Aber hab ein Kannst du die Zahlen hier sagen? 3, 4, 6, 7, 8, 10. Was ist das für eine Zahl? Ich mach nochmal. Was ist das für eine? 12, 40, 14. 14, 16, 18, 19, 20. Jawohl! Lüda. Also, auf diesem Bild musst du erklären, das ist der erste Schultag. Wie findet
der Finn seinen ersten Schultag. Finn? Finn, er heißt Finn. Vom Gesicht her, was würdest du sagen? Freut er sich? Vorfreude? Ist er traurig? Hat er Angst? Der hat keine Angst, aber das wollte ich von der Angst. Sie sagen Hallo. Genau, und die sind beide sehr glücklich. Und diese Angst. Genau, na, der hat keine Angst. Kannst du deinen Namen selber aufschreiben? Hm? Und dann auch selber lesen? Aber okay. Ja. Hier ist der Finn mit der Lukas. Wie bei unserem Lukas. Genau, und was, wer ist sie? Lehrerin. Lehrerin. Warum tragen die keine Maske? Wozu braucht eine Maske jetzt zu Hause? Warum brauchen, warum ziehen die keine Maske an? Nur jetzt meine anziehen. Du bist jetzt zu Hause, du brauchst gar keine. Doch. Wie schaust du denn aus? Wie eine Ärztin. Frau Dr. Lara? Frau Dr. Lara? Ich bin nicht Frau Dr. Lara. Okay. Lara. So, meine Lieben, genug mit den Kindern gespielt. Jetzt möchte ich mal kurz mein Geschenk ausprobieren. Es ist zwar nicht so schön draußen, aber trotzdem, 2-3 Minuten kann ich aushalten. Also ich will jetzt nicht so viel Werbung dafür machen, aber der Fahrrad ist wirklich vom Preis her auch sehr gut und vom Fahrkomfort her und von dem Aufbau her sehr, sehr gut. Also das schaut sehr gesund aus, sehr robust. Sehr schön gemacht. Freut mich. Danke, Mama. Also ich habe mein Geburtstagsgeschenk schon ausprobiert. Es fühlt sich mega cool an. Ja, und jetzt bin ich im Haus mit den Kindern. Wir werden jetzt Super Mario 3D World ausprobieren. Ist ein Just Dance, das haben wir schon gespielt, aber das ist ja nigelnagelneu, das haben wir bisher noch nie gespielt. Und das werden wir jetzt ausprobieren. Schöne Pause. Sophie, machst du auch spielen? Ja. Schau, nimm deinen Controller. Sophie, nimm. Du bist dran. Was hast du für eine Katze? Ich mag keine Katze sein. 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 Oho. Ich will eine Katze sein. Ich will eine Katze sein. Katze. Ich mag keine Katze. Wir werden jetzt weiter spielen. Ich werde jetzt das Vlog auch beenden. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Tschüss!